kann ja auch nicht rufen, das ist gerade alles. Das ist nervig. So, irgendwas tun kann man hier nicht wirklich. Im Moment. Außer Feuerbälle schießen, die kaum Schaden machen. So. Aufwärts, bitte. Danke. Da wollte ich schon immer mal hin. So, und jetzt schauen wir uns den Eingang an. Irgendwas ist hier jetzt aufgegangen. Weiß nicht, was sich hier jetzt verändert hat, weil ich vorher nicht da oben war, aber... Ich glaube, irgendeine Tür ist aufgegangen. Entweder die da oben, oder die da drüben war verschlossen und ist jetzt offen. Obwohl, es wird wahrscheinlich eher die da drüben sein, weil da hinkomme ich gar nicht. Kannst du dich mal anstrengen? Die greifen mich hier dauernd an. Und du tust gar nichts dagegen. Ich glaube, du magst mich nicht. Wieso, Biest? Wieso? Alles muss man selber machen. Jetzt habe ich schon ein Holzschwert, du musst trotzdem kämpfen. Aha, eieieiei. Einfach weiter. Ja? Jetzt ist das offen, das große Tor. Was passiert nun? Oh. Die kennt man doch ein bisschen. Ach, da ist Alice. Unsere kleine entführte Prinzessin. Oh, und Kairi. Unsere kleine entführte Freundin. Was hat das zu bedeuten? Oh, purest of heart. Reveal to me the keyhole. Ein Schlüsselloch aus Herzen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ah, aber eine schöne Eingangshalle haben sie. Das muss man ihnen lassen. Be on your guard. They're close. I can feel it. Are you ready for them? Ja, toll. Sind wir ganz allein, oder was? Quit while you can. No, not without Kairi. The darkness will destroy you. Oh, schick ein neuer Anzug. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die. Really? Well, we'll just see about that. Der greift wirklich seinen besten Freund an. Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray your king? Not on your life. But I'm not gonna betray Sora either, cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald. Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy. We'll tie him together. Freunde für immer. I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot, Donald, Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart. Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart, just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power. Was sagst du dazu? Der Botenjunge behält seinen Brief.
So, und jetzt werden wir mal den Spieß umdrehen. Vor allem, der hat doch so ein schönes Schwert. Will er meins haben? Schon ein Mistkerl. Ah, gut. Ich wollte mich gerade heilen, aber jetzt wurde schon geheilt. So, Tobsucht. Das ist doch schon direkt tot. Bin ja richtig gut gerade. Nein. Okay, das war jetzt nicht wirklich ein schwerer Kampf. Aber das wird wohl nicht das Ende sein von Riku. Das wäre jetzt irgendwie zu einfach gewesen. Lauf nur. So, your heart won this battle. Das weiße Trio, Tekkeland. Ich glaube, ich werde jetzt sogar die zwei behalten, damit ich, falls ich ein weißes finde, das direkt aktivieren kann. Es war zwar vorhin, da wo ich das Biest getroffen habe, war ein weißes, aber da will ich jetzt nicht extra nochmal hingehen. So, hier war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, eine verschlossene Tür. Yep. 4 Aushöhlungen sind zu sehen. Und da müssen wir... Ah, Kamera. Müssen wir 4 Teile finden. Was ist da? Achso, den kann man werfen. Tada. Krug zerstört. So, Bibliothek. Interessant, da liegt schon das erste Buch außerhalb. Karma Band 8. Kann ich denn das einordnen? Passt das hier rein? Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist die A-Reihe. Ein Buch fehlt. Habe aber keins. Ach, da. Das war ein rotes Buch. Hier ist die Reihe. Hier ist die K-Reihe. Karma Band 8. Passt rein. Und voilà. Es öffnet sich was. Und wenn man vorhin in der kleinen Szene mit der Großmutter aufgepasst hat, dann sieht man, dass das genau hier war. Hier hat sie Kairi eine kleine Geschichte erzählt. Ich weiß noch nicht genau, was Kairi früher hier gemacht hat, aber auf jeden Fall war sie hier. So viel erkennt man. Komm schon, muss doch die Kiste rauskommen. Das will irgendwie nicht, oder? Nö. Halten. Ach. Mensch, ich hatte noch nie Glück beim Glücksrad. So, was ist denn hier oben? Vielleicht habe ich da oben mehr Glück. Nochmal drehen, bitte. Komm, 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 komm. Ach. Klappt nicht. Ein grünes Drehdeck. Das schaffen wir doch locker. Was ist da oben? Ach, ein gelbes Buch. Das passt in die Reihe A. Asas Glück, Band 3. Und ein Speicherpunkt. Schön. Aber 6 Minuten spiele ich noch. Mein liebes Spiel. Da muss ich leider Schluss machen für heute. So, da ist die D-Reihe. Ein Buch fehlt. Okay, unten ist die A-Reihe. Was macht denn das grüne Buch hier? Es ist ja Augenquälerei. So kurz so machen, damit ich dann ein schönes Bild davon machen kann. Illis Tod, Band 6. Und das ist die welche Reihe? Hier ist die Z-Reihe. Passt ja fast rein mit I. Wenn man jetzt einfach mal das Alphabet außer Acht lässt, könnte man sagen, es passt rein. Boah, wie der hergleitet. Sah jetzt cool aus. Was ist da drin? Ultima Gummi. Ich wusste gar nicht, dass es von Ultima einen Gummi gibt. Habe ich da vielleicht Glück? Nein. Kann ich die irgendwie umschalten? Die bringen mir gerade kein Glück, die Glücksräder. Hier ist die A-Reihe. Asas Glück, Band 3 ins Regal stellen.
Das ist die volle Reihe von vorhin. Und da fehlt schon wieder ein falsches Buch drin. Was soll denn das? Troll Band 6. Habe ich hier für ein Buch? Sirai, Illis Tod reinstellen. Aber eins fehlt noch. Das ist der blaue. Hier ist die T-Reihe. Troll Band 6 ins Regal stellen. Das ist mal eine große Bibliothek. Achso. Da waren wir schon mal. Toll. Kann ich da eigentlich so hochspringen? Boah. Ich hab aber auch Sprungkünste. Muss dann doch irgendwie hier rankommen. Ach so, warte mal. Was war das jetzt für eine Reihe? Ach verdammt, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Ich glaube, das war irgendwas. Das dürfte die Z-Reihe gewesen sein, oder? Was war denn das für eine Farbe? Nein, hier passt rein. Oder? Nein, es war Z. Nein, doch nicht. Druidenband 5. In die D-Reihe. Eieiei, wer hat denn hier einsortiert? Grün zu blau. Das passt doch nicht. Illis Tod, Band 3. Der nächste Teil in diesem... in der I-Reihe. Irgendwas stimmt nicht. Ja, ich merke schon. Sind nämlich auf den Bändern auch noch Farben drauf. Und da gehört was anderes rein. Ich werde das mit dem roten Rand unten. Ja. Und hier das mit dem gelben. Dann passt's. Wer baut eine Bibliothek, die sich erst mit richtig eingeordneten Büchern weiter öffnet? Das ist die W-Reihe? Gibt's eine W-Reihe? Wo ist denn W? Oh weh, ich finde das W nicht. Ist hier was? Nö. Mal. Ist da noch irgendwo weh? Hier ist voll. Da ist nichts mehr. Kann ich da irgendwie hochspringen? Da kann ich hochspringen. Danke. Die W-Reihe. Moment, die muss hier vielleicht sein? Nö. Hier passt ja nichts. Ach so, warte mal. Es wird hier sein. Ja, genau. Weißmagie Band 4. Das sieht doch mal nach was aus. Aber ein Buch fehlt mir noch. Damit die Tür wahrscheinlich aufgeht. Aber wo ist denn das dann? Was ist denn das da oben? Sieht eigenartig aus. Oh mein Gott, hier liegt ja. Zonus Onus. Bin auch blind. Zonus Opus. Entschuldigung. Oder? Was bringt der Schalter? Okay, jetzt ist die Tür entriegelt. Kann ich jetzt da was machen? Habe ich jetzt vielleicht Glück? Nö. Mein Glück hält sich in Grenzen. Wo geht's denn hier lang? Will ich zuerst wissen. Liftschacht. Ach nö, nein. Hier will ich nicht hin. Ich hasse die Lifte hier. Gehe ich zuerst da lang. Da weiß ich wenigstens, was mich erwartet. Bin ich jetzt nämlich im oberen Stock von dem Gebiet, wo ich reingekommen bin da. Sollte ich natürlich auch nicht runterfallen. So unabsichtlich. Feuer! Die bitte anvisieren, danke. Und Feuer! Danke. So. Oh, ein rotes. Wir können es ja. Ah! Das ist schon der erste Teil von dem Schloss. Von dem vierteiligen Schloss. Ich glaube, hier oben müsste ich sogar noch einen Teil finden. Wenn mich nicht alles täuscht. Entfernung gehen. Das richtig anvisieren. So. Ein paar komische Geräusche daneben machen. Da drinnen leuchtet zumindest irgendwas. Irgendwas wird da wohl sein.